geht nicht, Leute. Das geht nicht. Nicht 5 Minuten. Ihr habt einen an der Birne. Alter. Alter. You can't say goodbye, no. I'm got so much left to say, but Sigurd und meine Freude und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video, heute mit der nächsten Strafe und ja, ich muss jetzt kurz was gucken, denn ich habe ja gesagt, ihr dürft diesmal die Strafen stellen und zwei Leute haben mir eine Strafe gestellt. Einerseits, Strafe Nummer 1 haben wir vom guten Game Freak, und zwar schreibt er, meine Strafe lautet, rufe einen deiner Kumpels an und dir sagt, dass du ihn liebst und dass du mit ihm zusammen sein willst. Tu, als ob du das ernst meinst, ja. Das wäre ja schon ganz cool, allerdings muss ich dazu sagen, dass ich momentan in einem Zwischenjahr bin, wie vielleicht der eine oder andere von euch weiß. Dementsprechend habe ich sehr wenig Kontakt zu meinen Freunden, da die gerade im zweiten Ausbildungsjahr sind und sehr, sehr viel Stress haben. Zudem wohnen die irgendwie 80 Kilometer weit entfernt von mir, und das ist jetzt so übertrieben gesagt, weil ich ging früher, als ich die ganzen Leute halt kennengelernt habe, ging ich eben auch da zur Schule, und jetzt bin ich halt wieder hier zu Hause. Werde übrigens nächstes Jahr wieder da in die Schule gehen. Das wird ganz lustig, wenn ich da mit dem Motorrad jeden Tag hin und her fahre. Kann. Aber ja, gut, auf jeden Fall, dann werde ich wahrscheinlich auch wieder die ganzen Leute treffen und wieder Kontakt aufbauen und so weiter. Aber momentan habe ich echt sehr, sehr viel mit YouTube und anderen Sachen halt um die Ohren in England buchen. Also ich werde jetzt dann auf England gehen für einen Monat und so weiter und so fort. Und deswegen ja, ist es da hier mal ein bisschen kritisch und habe momentan einfach sehr, sehr wenig Kontakt zu meinen Freunden. Deswegen ist es ein bisschen komisch, wenn ich jetzt plötzlich anrufe und sage, ich liebe dich. Das kommt dann irgendwie komisch. Vielleicht werde ich das irgendwann im Sommer oder sowas machen, wenn ich hier halt wieder neue Freunde treffe oder halt die alten Freunde auch wieder sehe dadurch. Und ja, dann haben wir aber noch die zweite Strafe, und die werde ich dementsprechend auch machen. Das ist die von Justin Feist. Ich hoffe, ich spreche das Ganze richtig aus. Da schreibt er, Strafe, mach eine Badewanne voller Eis und kaltes Wasser und bleib dort 5 Minuten drin. Oder mach so lange du kannst. Ja, ich glaube 5 Minuten ist ein bisschen lange. Da kriegt man, glaube ich, eine Unterkühlung. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das geht langsam in den gefährlichen Bereich. Ich werde es so lange machen, ich kann, oder wie ich kann. Also deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich habe gestern extra das Ganze ein bisschen schon vorbereitet, indem ich Wasser genommen habe, damit ein paar Töpper gefüllt, also so Plastikbehälter, und die dann in die Gefrierschrank in den Gefrierschrank gelegt habe, und ja, jetzt verweilt das Ganze da ein bisschen drin und sollte mittlerweile schön kaltes Eis sein. Ich hoffe mal nicht, ehrlich gesagt, nee. Natürlich hoffe ich schon, damit ich die Strafe auf möglichst gut machen werde kann. Ich habe dazu ja extra meine Kamera hier. Ja, mal gucken, ob die funktioniert. Ich glaube, der Akku ist ziemlich low. Mal gucken. Sonst nehme ich das Ganze mit dem Handy auf. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich unten in der Badewanne wieder. Und ich werde am Ende des Videos nochmal kurz was zum Community Day sagen, weil da gibt es natürlich momentan so ein bisschen die Klaustrophobationen rundherum. Und ich finde es einfach geil, neue Wörter zu erfinden. Geil. Bis gleich. So Leute, wir ziehen das Ganze jetzt durch. Ich muss jetzt auch mit dem Handy aufnehmen, anstatt mit der richtigen Kamera, wie man vielleicht sieht. Ja, alles voller Eis, man sieht es nicht so gut in der Kamera, aber hier beispielsweise, ja. Okay, und ich bin wirklich greedy, so. Boah, Alter, ist das hart. Alter, ist das kalt. Shit, Leute, bringt mich. Ah, ihr Wichs. Ah, ich bin nicht mehr. Meine Kamera ist auf jeden Fall, die Batterie gerade leer. Boah. Fickt euch einfach. Ich muss kurz die Kamera beiseite legen, weil sonst wird die noch nass. Aber der Akku ist halt da gerade leer, deswegen muss ich jetzt hier mit aufnehmen. Ich werde sterben, Leute. Dies hier sind meine letzten Worte. Sag meinen Kindern, dass ich sie liebe. Ah, Leute! Das geht nicht, Leute. Das geht nicht. Nicht 5 Minuten. Ihr habt einen an der Birne. Alter. Ich sterbe. Wie will ich hier 5 Minuten rein? Alter, das ist locker minus 5 Grad oder so. Alter. Ah, es ist kalt. Mann, das ist die schlimmste Challenge bisher. Ich muss mich erstmal nass machen. Das hört sich jetzt falsch an, aber... Ich lege euch hier nochmal Seite.
Boah, das ist richtig nervig mit der Hülle. Aber kurz. So. Ups, jetzt habe ich wieder sehentlich auf Stopp gedrückt. Okay. Leute, das ist so scheiße kaputt. Nee. Okay, ihr seid wahnsinnig. Wo ist das Badetuch? Oh, Leute. Scheiße, mir ist Wasser in die Nase. Also beim Kopf geht's noch. Boah. Beim Kopf geht's auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich mach reinstellen. Nee. Ach Leute. Das sind locker 5 Grad, locker. Minus. Nee, nicht minus, dann wär's Eis, aber. Ich tippe zwischen 2 und 10 Grad. Maximal 10 Grad, mehr nicht. Das Schlimme ist, das Eis schmilzt ja und das wiederum bedeutet, dass das Wasser immer kälter wird. Muss ich mit den Füßen zuletzt rein. Richtig bitte behindert. Ich sterbe. Und durch. Ich muss mich nur noch kurz konzentrieren. Okay. Aber wisst ihr, ihr müsst wissen, selbst die Luft hier oben ist schon kalt. Alter, es ist so scheiße kalt. Weißt du, man könnte eigentlich denken, man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Aber irgendwie wird es einfach immer schlimmer. Ich hab halt leider keinen Timer, deswegen. Kann ich nur etwa abschätzen, aber 5 Minuten werde ich eh nicht durch. Alter! Ich bin raus, Leute! Ich kann es eigentlich einfach so zusammenschneiden, dass es aussieht wie 5 Minuten. Nee. Boah, Leute! Ohne Spaß jetzt. Das ist richtig, richtig schlimm. Ah, Oberkörper, Körper ein bisschen raus. Ah, schön warm. Aber jetzt die Füße. Ah, die Füße. Oh, meine Füße. Das ist so unglaublich unfair. Ah. Okay. Nee, ich zieh durch. Ich sterbe, Leute, ich sterbe. Warum? Das ist so kalt. Mehr Tuch nehmen. Wow.
verrücktes Stück Scheiße, ohne Witz. Oh. Ohne Witz, Leute. Mit Abstand. Die schlimmste Challenge bisher. Ich will ja nichts sagen. Aber ihr könnt es nicht mal. Oh. Wenn dafür keinen Daumen nach oben gebt, dann habt ihr einander Waffe. Also Daumen nach oben. Denkt daran. Oh. Schaffen wir 100? Wer weiß. Ich werde gleich noch was sagen. So Leute, wir haben es nun geschafft. Ihr seht auch, meine Haare sind noch ein bisschen durcheinander von der Badewanne. Boah, scheiße, war das kalt. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ein Däumelein nach oben. Das würde mich einfach unheimlich freuen. Also in diesem Sinne, nicht vergessen, da ist der Daumen oben, würde man nicht loben. Das ist ein Spruch, den ich von irgendeinem anderen YouTuber habe. Kein Plan mehr von wem. Egal, wie dem auch sei, ich hoffe... So sieht schon ein bisschen scheiße aus, das, aber egal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt nochmal kurz zum Community Day. Der Community Day würde nach wie vor fortbestehen. Das heißt, trotz der Sache, die letzte Woche vorgefallen ist, die nicht ganz so feierlich war, wird es weiterhin den Community Day geben. Ich habe jetzt ein paar Sachen überlegt, damit es nicht mehr zu solchen Komplikationen kommen wird. Einerseits beispielsweise habe ich immer jetzt ein paar Reservespieler, die halt trotzdem die Zeit haben und einspringen können, falls sich jemand daneben benimmt, weil wenn sich irgendjemand daneben benimmt, dann wird er ohne Vorwarnung geschmissen oder auch wenn er die Regeln bricht. Einfach raus. So läuft's jetzt. Ich weiß, es ist ziemlich hart, aber muss man jetzt durchgreifen, weil man verliert manchmal halt einfach den Überblick und deswegen mache ich das Ganze jetzt so. Zudem muss ich dazu sagen, die Runden werden jetzt kleiner sein. Das heißt, wir machen nicht mehr so wie bei Survival Games oder wie es bei Cake Break anfangs der Plan war, dass wir 16 Leute haben, sondern wir machen jetzt bis zu 8 Leute. Danach ist echt Ende Gelände. Ja, nächste Woche werden wir jetzt Cake Break spielen, das was wir eigentlich letzte Woche machen wollten. Jetzt halt eben in 8er Konstellation, das heißt es wird 4x2er Teams geben und ja, gut, aber das alles nächste Woche. Bis dahin bleibt sauber und vergesst nicht euren, egal, das sage ich jetzt nicht, bis dahin haut rein und tschüss.